Hey Leute! Die Frage nach der Bedeutung von Mylens Halskette wurde tatsächlich sowohl hier auf YouTube in den Kommentaren als auch in unserer Discord-Gruppe diskutiert, weswegen ich der Sache in diesem Video einmal nachgehen möchte. Denn tatsächlich haben wir dazu eine Antwort direkt vom Miraculous Ladybug-Team erhalten. Doch zuvor möchte ich gerne noch Wondershare Filmora danken, die dieses Video gesponsert haben. Filmora X ist ein Videobearbeitungsprogramm mit weltweit über 77 Millionen zufriedenen Anwendern. Zieht einfach eure Clips in den Medienbereich und legt los. Dabei stehen euch zahlreiche Audioeffekte zur Verfügung. Wählt aus verschiedensten Übergängen und Videoeffekten, um euer Werk zu verschönern. Kurz sei auch die App Wondershare Filmora Go erwähnt, die es euch erlaubt, eure Clips gleich unterwegs zu trimmen, Effekte und Übergänge einzufügen, die Geschwindigkeit anzupassen und vieles mehr. So kann ich sowohl Filmora X als auch Filmora Go nur weiterempfehlen. Die entsprechenden Links zu Filmora findet ihr in der Videobeschreibung. Doch kommen wir zurück zum eigentlichen Thema des Videos. Was hat es nun mit Mylens Halskette auf sich? Ist es tatsächlich ein Quatagama? Zur Erinnerung nochmal, was denn überhaupt ein Quatagama ist. Und zwar handelt es sich dabei um ein Symbol der Freundschaft, welches das starke Band zwischen Kwami und Träger zum Ausdruck bringen soll. Ein Quatagama wird dabei zu besonderen Anlässen vom Kwami an seinen Träger verschenkt. Bei Marinette war dieser besondere Anlass zum Beispiel ihr Geburtstag. Die Kreation eines solchen Juwels ist allerdings naja. Und zwar erklärt Tiki, dass ein Kwami hierfür das Haar seines derzeitigen, aber auch von all seinen vorherigen Trägern einsammelt und im Körper aufbewahrt. Nach einiger Zeit verformt sich diese leicht fragwürdige Kollektion im Körper des Kwamis und verhärtet sich. Das dabei neu entstandene Juwel wird ausgespuckt und kann nun getragen werden. Interessanterweise hat es dabei die Form eines der beiden Wirbel im Yin- und Yang-Symbol. Man könnte hier natürlich Theorien aufstellen, was dies zu bedeuten hat und ob vielleicht ein besonderer, magischer Effekt hervorgerufen wird, wenn man zwei solcher Quatagamas zusammenfügt. Tatsächlich bedeutet auch die direkte Übersetzung des japanischen Wortes Quatagama Juwel, weswegen es auch als solches aufgefasst werden kann. In jedem Fall aber hat ein solches Quatagama eine besondere Bedeutung, die uns bisher allerdings noch nicht in der Serie offenbart wurde. Doch was ist nun mit der Halskette von Mylens? Es sieht exakt so aus wie Marinettes Quatagama, mit Ausnahme der Farbe. Doch könnte man hier natürlich argumentieren, dass es schlicht und ergreifend einst von einem anderen Kwami stammte, beispielsweise von Seth oder von einem bisher noch unbekannten Kwami. Mylens wäre dann wohl irgendwann irgendwie in den Besitz dieses Gegenstandes gekommen. Tja, es tut mir leid, die Theoretiker an dieser Stelle enttäuschen zu müssen, denn tatsächlich ist die Antwort schlicht und ergreifend ein Nein. Bei Mylens Halskette handelt es sich nicht um ein Quatagama. Es wurde bestätigt, dass Marinettes Kette recycelt wurde und man sie Mylens einfach nur in andere Farbe gab, was ich persönlich übrigens ebenfalls recht enttäuschend finde. Leider handelt es sich dabei um ein mehrfach in der Serie auftretendes Phänomen. Bei Hintergrundcharakteren zum Beispiel finde ich das nicht so dramatisch, auch wenn es manches Male schon recht auffällig ist. Aber in einem Fall wie diesem, wo es sich um einen für Marinette so wichtigen Gegenstand handelt, ich weiß ja nicht. Finde, das hätte man nicht unbedingt kopieren müssen, aber gut. Es ist, wie es ist. Damit jedenfalls wäre das Geheimnis um Mylens Kette gelüftet. Wie immer am Ende eines Videos möchte ich ganz herzlich allen danken, die diesen Channel unterstützen, durch Kommentare, durch Likes und natürlich durch ein Abo. Ein ganz besonderer Dank gilt meinen Kanalmitgliedern, denn ihre Spenden sorgen direkt dafür, dass dieser Channel auch in Zukunft fortbestehen kann. Woran meine Sternmitglieder GamerLife, Gilly, One Big Nightmare und TaxiTaxiMG. Ebenso meine legendären Mitglieder Nanami Katze, LSR, Leonghang Live, French, Okumura, Katharina Jakob, Panther01DA und WarmeEistee123. Ebenso einen riesen Dank an meine mystischen, sagenumwobenen und super Kanalmitglieder. Das wär's es mal und wie immer, bis zum nächsten Mal.